Ich weiss, ich bin ein Lump. Ein schlechter Mensch. Ich habe einen Bananenbaum hier gestohlen heute. Aber wenn Sie wüssten, wie ich gelitten habe. Mein schlecht Gewissen. Nur der Gedanke, dass ich jetzt ein Verbrecher bin. Nur weil ich gerne Bananen esse. Gut, gehen Sie nicht zur Polizei, wenn Sie mich ins Zuchthaus bringen. Als Peter, wer ist denn vom Zuchthaus? Du hast mir eine Banane gestohlen am Mittag. Ja. Jetzt bring wieder um wegen schlechtem Gewissen. Ja. Weißt du was? Schenke dir eben einen Tag, hast du behalten. Nein, doch. Stollen ist mir schwierig im Leben, aber umbringen noch nie. Du bist der Erste, ich vertraue zu dir. Da hast du Banane, Zucker drüber leeren und Schnaps und anzünden. Prima, das ist Flambe. Na ja. Hinter den sieben Gleisen, ja aus und ja ein, wohnt eine Lokomotive, bescheiden und fein. Sie träumt von der Schönheit und Weite der Welt und fühlt sich aufs dumpfe Geleise gestellt. Umgeben von Schuppen aus Wellblech und Holz, schielt sie nach dem Express, der brausend und stolz. Nachdem er um 8 Uhr den Bahnhof verlässt, den Gotthard durchquert Richtung Rom und Triest. Oh, komm, bin ich sie, komm! Immer wenn sie das neue Käfer aufgestellt hat, oh, die können Italiener, jawohl! Die Lokomotive, bescheiden und klein, möchte auch mal ein Einzug mit Schlafwagen sein. Hinaus in die Ferne, vom Südwind umweht. Doch dann sieht sie ein, dass ihr das gar nicht fehlt. Ihre Welt ist das stille, geleise Quartier, sind die Lilliputgärten und Menschen von hier. Dort ist sie zufrieden, dort wo es ihr gefällt. Hinter den sieben Gleisen, das ist ihre Welt.